glaube ich, vorne drauf. Deswegen, ich hoffe, es ist nicht allzu laut, das Windrauschen. Ah, hier riecht es nach Gülle. Ah, okay. Und die Motorräder sind auch schon wieder unterwegs, weil das Wetter ist fantastisch. Ich suche mir gleich mal ein ruhiges Plätzchen und dann gibt es mal ein kleines Intro. Nice! Einen schönen guten Tag. Oh, da sind die Esel. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann, aber in Tollerhausen gibt es zwei Esel, die ja gehen auch wirklich spazieren, manchmal auch über den Terranova-Weg. Die Sophienhöhe. Einige Raben. Oh, da geht ganz schön die Post ab. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video oder wenn du neu hier bist, willkommen. Ich bin die Mary und was soll ich sagen, ich fahre super gerne Fahrrad. Das hört sich so bescheuert an. Naja, was soll's. Ich habe euch heute mitgenommen und zwar mache ich wieder eine etwas längere Tour, wieder Richtung Sophienhöhe, aber nicht auf die Sophienhöhe. Meine Mutter wohnt hier in der Nähe und man hat mich mit Essen locken können. Deswegen bin ich jetzt 40 Kilometer dorthin. Also ich glaube, ich brauche noch so 3-4 Kilometer, dann bin ich da. Dann wird lecker gegessen, ein bisschen gequatscht und dann fahre ich wieder 40 Kilometer zurück nach Köln. Ich bin total begeistert. Heute ist das erste Mal, dass ich wirklich nur im Trikot fahre. Ich bin nicht mehr ganz so dick angezogen wie die letzten Male. Also keine Regenjacke mehr, die Sonne scheint. Es sind, glaube ich, 14, 15 Grad. Ja, mich würde interessieren, was tragt ihr aktuell? Fahrt ihr schon kurz oder was ist für euch so die Temperatur, ab der ihr sagt, okay, kurze Hose, Kurzarmtrikot und dann raus? Natürlich noch mit reingerechnet, Wind, kein Wind, Sonne, keine Sonne. Spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Ja. Und was habt ihr grundsätzlich immer dabei, nur für den Fall der Fälle? Das wäre auch nochmal so eine Sache, weil klar, Regensachen habe ich jetzt nicht immer dabei, aber auf jeden Fall immer eine Windweste oder eine Windjacke. Eher die Windjacke, weil die deckt so alles ab. Genau. Vielleicht kann ich das mal kurz zeigen. Ja, mein Fahrrad ist mega dreckig. Ist mir ein bisschen unangenehm. Eigentlich sollte ich es fliegen, habe ich nicht gemacht. Aber falls mir nämlich dann doch etwas kälter wird, habe ich meine lange Windjacke dabei, nur für den Notfall. Noch eine kurze Windweste hier hinten im Trikot drin. Die werde ich mir wahrscheinlich eh drüber werfen, weil man mich dann auf jeden Fall besser sehen kann. Und was ich unter anderem auch mit dabei habe, sind ein paar Kartoffeln und eine Zwiebel, weil meine Mutter tatsächlich noch ein paar Kartoffeln braucht und noch keine Zwiebel mehr am Start hat. Und ich habe ja so viele Packtaschen, da kriege ich das alles rein. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich auch ja, mit was zu essen auch wieder zurückfahre. Deswegen ein Grund mehr, immer Taschen dabei zu haben, wenn ich zu meiner lieben Mutti fahre. Ja. Aber gut, ich höre jetzt mal auf zu quatschen. Ich fahre jetzt weiter, weil ich habe doch mega krass Hunger jetzt. So, jetzt geht's rein essen. Es windet doch ganz schön. Man sieht auch, die Sonne ist nicht mehr da. Und die Windräder fahren. Aber gut.
So, das ist die Wiedenfelder Höhe, die ich jetzt gerade rauffahre. Ja, ich kann nicht anders als langsam hier rauffahren, weil ich jetzt schon die ganze Zeit immer aufstoßen muss. Ich habe wirklich zu viel gegessen. Ist auch eine gute Trainingsstrecke. Mich ein bisschen beeilen. Die Sonne geht nämlich jetzt schon unter. Und zwar, ich glaube, 6:30 und wir haben jetzt 6:15. Und ich habe kein Licht dabei, nur hinten. Aber ich muss unbedingt was essen. Und meine Mama hat mir das eingepackt. Das nennt sich Puto. So ein kleines Küchlein. Ich wechsle jetzt gleich mal meine Brille. Ernsthaft, im letzten Moment ist die Batterie leer. Also an dieser Stelle würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen oder einen Daumen hoch. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst. Es werden auf jeden Fall regelmäßig immer wieder neue kommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, habt einen fantastischen Start in die Woche. Ciao. Hallo. So, erstmal hier Brille auf. Okay, es ist noch nicht so duster. Macht doch einen Unterschied, wenn man eine normale Brille anhat. Übrigens war es jetzt doch ganz schön windig am Ende. Also eigentlich hatte ich nur Gegenwind. Ich bin auch ein bisschen platt, meine Beine. Aber gut. Die letzten paar Kilometer kriegen wir jetzt auch hin. Tschüss.